Schinkel ist natürlich als Bildhauer bisher überhaupt nicht bekannt und er ist auch keiner, das muss man einmal ganz deutlich sagen. Wir nennen die Ausstellung auch Schinkels Entwürfe für Bildhauer. Er selbst hat nie einen Spachtel oder nicht einen Meißel in der Hand gehabt, nie aus dem Marmor nicht gehämmert. Das hat er anderen überlassen. Aber als Architekt hat er natürlich immer einen Zugang zu dem Bau, zur Bauskulptur, zum Ornament auch gehabt, zur Verschönerung, natürlich zu den Denkmälern als einer der obersten Baumeister in Berlin, der nahe am König auch gearbeitet hat. In diesem Spektrum der Bauaufgaben, der Bauplastik, aber auch der Denkmalsplastik ist in erster Linie Schinkels Interesse an der Bildhauerei zu sehen. Das war in einigen Fällen auch problematisch. Der berühmteste Schadow in dieser Zeit war als Präsident der Akademie der Künste, als gesättelter Bildhauer, schon etwas überrascht, als ihn der junge Schinkel ansprach und sagte, führe mir bitte diese Stücke da oben für die neue Wache aus. Der König hat es in Auftrag gegeben, Schadow hat wirklich kurz geschluckt und hat dann einige kleine Viktorien gemacht, die heute auch noch immer sehr schön zu sehen ist. Sie müssen einfach einmal durch Berlin wandern, einmal über die Schlossbrücke an der Friedrich-Werderschen Kirche vorbei, an der Neuen Wache, zum Kreuzberg denkt man natürlich. Überall begegnet einem dieser Schinkel als Bildhauer. Ich habe jetzt hier nicht die Außenansicht, die bekannt ist, natürlich à la Großstadt Dom über und über mit Skulptur bedeckt, mit einem geschlossenen Programm, sondern diese bisher kaum oder noch nie gezeigte Zeichnung, eine Innenansicht des Domes mit einer Christusstatue, die man sich 10, 15 Meter hoch vorstellen muss, in der Vierung. Also was Sie hier sehen, Sie sehen hier die Statue, Sie sehen hier Ameisenklan, wirklich die Gemeinde. Da kann man sehen, das sind so megalomane Entwürfe, die man Schinkel, also ja, ich würde doch eher mit megalomanisch sagen als utopisch, die so nicht ausführbar waren, dass man ihm eigentlich auch ein wenig zugetraut hätte. Jüdeln hat doch die Gemeinde ja nicht, Russia eigentlich auch nicht. Also das ist ein geistlicher Kämpfer. Also man würde schon sagen, das ist alles schwierig. Gut, vielen Dank. Ja, bitte.